Woher nehmen Wissenschaftler die Sicherheit, dass es in unserem Sonnensystem kein anderes Leben gibt? Da kann ich mich eigentlich ganz entspannt zurücklehnen. Denn das ist eine wunderbare Frage. Die ist so wunderbar, dass ich gar nicht weiß, wie ich im ersten Moment darauf antworten soll. Mit Sicherheit kennen wir eigentlich fast gar nichts. Die Naturwissenschaft und namentlich die Physik und die Astronomie ist ja ein Teil der Physik. Die lebt eher von dem Verfahren, herauszufinden, ob etwas nicht falsch ist. Aber von Sicherheit und Wahrheit kann nicht die Rede sein. Nee, wir sind im Gegenteil. Wir sind ja an vielen Forschungsprojekten interessiert und aktiv beteiligt, wo es genau darum geht, herauszufinden, ob es nicht im Sonnensystem noch irgendwo Leben geben könnte oder vielleicht mal Leben gegeben haben könnte. Denken wir mal an die Venus. Da hatte man lange Zeit darauf spekuliert, dass unter der undurchdringlichen Wolkendecke der Venus, dass da vielleicht was wäre, was lebt. Leider Gottes führen Experimente dann zu konkreten Resultaten. Also von der Vorstellung, von dem Wunsch vielleicht sogar, da könnte doch was sein, da müsste doch was sein. Die Venus ist ja ein bisschen näher an der Sonne, vielleicht ist es da wärmer. Könnten ja Zustände sein wie bei uns auf der Erde vor 65 Millionen Jahren. Ne? Schön warm, Warmzeit. Wo die Meere damals waren, die Meere, vor 65 Millionen Jahren, waren die Meere auf der Erde 20 Grad warm. Heute sind sie 4 Grad. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Zustand gewesen ist? Und sowas hatte man sich eigentlich auch für die Venus ausgedacht. Aber wie gesagt, die konkrete Messung, die führte dann zu was ganz anderem. Die führte leider Gottes dazu, dass auf der Venus 450 Grad Temperatur herrschen, 90 Atmosphären Druck. Die Atmosphäre besteht nur aus Kohlendioxid und Schwefelsäure. Da lebt nichts, da kriecht nichts, da denkt nichts, da ist nichts, was lebt. Dumm. Und das ist ein typisches Projekt der Planetenforschung. Man fliegt irgendwo hin und misst. Man stellt etwas fest, etwas ganz Konkretes. Also nichts mehr mit Wünschen, Visionen und Hoffnungen, sondern man fliegt hin und macht eine Messung. Der Merkur ist klar, ich meine, der ist so nah an der Sonne. Der hat eine Oberflächentemperatur auf der sonnenzugewandten Seite von über 500 Grad. Glauben Sie, was da los ist? Da zerfließt man doch. Und genauso ist es natürlich auch da. Dann haben wir den Planeten Erde, von dem wissen wir, dass da Leben ist, nämlich wir. Dann haben wir den Mars. Ja, was soll ich mit dem Mars sagen? Der Mars ist der Planet, der nichts halten kann. Er ist gewissermaßen inkontinent, seine Atmosphäre konnte er nicht halten. Warum? Nun, während die Venus fast so schwer ist wie die Erde, als Zwillingsplanet gilt für die Erde, ist der Mars irgend so ein kleiner Vertreter. Der hat nur ein Zehntel Erdmasse, deswegen ist da nichts. Zumindestens soweit wir wissen. Alle unsere Messergebnisse sagen, auf dem Mars ist nichts. Der ist knochentrocken, vielleicht gefrorenes Wasser an den Polen, aber das war's auch. Ansonsten ist da nichts. Tja, was haben wir noch? Jupiter und Saturn, Gasplaneten, Riesenplaneten, atmosphärische Druckverhältnisse jenseits aller Vorstellung. Da wird wahrscheinlich auch kein Leben sein. Also wir haben auf jeden Fall noch nichts gefunden. Aber es könnte auf den Monden, zum Beispiel Europa, könnte so ein Fall sein. Europa ist einer der Jupitermonde und der ist umgeben von einer Eishülle, richtig kilometerdickes Eis. Und weil Europa so nah an dem Jupiter dran ist, wird der von der Gezeitenkraft dieses Riesenplaneten, Jupiter ist ja viel schwerer als die Erde, 317 mal so schwer, wird er von der Gezeitenkraft dieses Riesenplaneten sozusagen durchgeknetet und dann könnte, Vermutung ist, dass unter dem Eis Wasser ist. Und da, wo Wasser ist, da können, also flüssiges Wasser, flüssiges, und dass im flüssigen Wasser sich vielleicht irgendeine Art von Kohlenstoffchemie entwickelt hat, die dann vielleicht zu Leben führt. Und hier, wenn wir weiter rauskommen, ist es so kalt, das Leben sich darin kaum noch entwickeln kann. Das heißt, am Ende stehen wir da und haben einfach heute schlicht und ergreifend den Tatbestand, dass wir noch kein Leben im Sonnensystem gefunden haben, außer auf der Erde. Aber sicher können wir nie sein. Sci-Expert, Lesch's Universum. Jede Woche eine neue Folge auf sci-fi.de. Sci-Fi. Andere Welten fernsehen.